Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu einem Inferno-Matchmaking. Ich darf endlich wieder auf B stehen. Ich konnte mich durchsetzen hier bei diesen Mates. Okay, da ist schon mal alles klar. Ja gut, ich sag mal so. Ja, als Headshot-Maschine bin ich ja bekannt. They talk about my Juan Taps. Oh nein, der letzte ist auf A. Sheesh. Fick. Es freut mich sehr, dass ihr das letzte Matchmaking so gut angenommen habt. Wieder mit Likes und Klicks und Kommentaren. Also sehr, sehr nice. So macht es mir natürlich doppelt Spaß, ja, wenn es auch gut läuft. Ist immer blöd, wenn man sich... Oh mein Gott! Ist immer blöd, wenn die Sachen einfach nicht so extrem prickelnd laufen, obwohl man dann viel Arbeit reinsteckt. Ich habe ja gerade letztens mit Beryl drüber gesprochen. YouTube und Twitch, das sind so Sachen, die komplett konträr gehen zu eigentlich normalen Denkweisen, wie im Training zum Beispiel. Je mehr du machst, desto besser ist es. Je mehr du lernst, desto besser wirst du. Je mehr du arbeitest, desto mehr Geld bekommst du, beziehungsweise desto eher sagt dein Chef, hey, nicer dicer, mein Freund. Aber auf YouTube und Twitch kann man sich mitunter einfach... unendlich viel Mühe geben und die Relevanz steigt trotzdem nicht an, ne? Weil man nicht in der richtigen Nische ist zum Beispiel, weil man nicht das richtige Publikum anspricht, weil man einfach schlicht und ergreifend nicht gesehen wird und so weiter und so fort. Kurzum, man kann kurbeln so viel man will und das kann trotzdem schlecht laufen und darum ist es eben umso nicer, wenn es dann eben gut läuft. Ja, nice, schön. So, die Tuxedo rockt natürlich rein, ist klar. Also auf A ist einer gefallen, vielleicht sollten wir, vielleicht sollte Grün, genau, sich schon mal umorientieren. Another one banana. Es kam direkt der nächste. Fuck. Oh, komm schon. Nice. Also zur Teameinschätzung muss ich sagen, dass sie gar nicht talken. Ganz am Anfang hat jeder gesagt, wohin er geht. Und da stehen wir auch recht stabil. Das ist ganz angenehm. Einer könnte gleich von Long kommen. Ich stelle mich da mal direkt hin. Ich gehe zurück. Hier ist nichts mehr. Den Sieg könnte ich jetzt echt gut gebrauchen. Ah, Bombe ist auf A. Alles klar. Ich nehme hier trotzdem mal hin. Ist es echt A? Ajo! Da waren zwei gestanden. Wie hat er das geschafft, einfach zu blenden? Wir dachten voll, dass es B ist, weil B so halb offen war. Die Runde ging jetzt recht. Ah, jetzt fangen sie an zu callen auf einmal. Ja, nice. Ja, can I get a shotgun? Oh, Männer. Sehr schön, sehr schön. Wir werden gewinnen, Leute. Oh, shit. So, ich habe mal die Facecam zurechtgeschoben. Die war ja da drüben. Warum sagt ihr nichts? Ich habe doch das ganze Leben verdeckt, Mensch. Hey. Ihr seid so zurückhaltend, Leute. Ihr könnt sowas ruhig sagen, ne? Jetzt kommen die Schellen des Grauens. Das glaub ich aber. Was Moller wacht, was Moller wacht. Leute, wie viel... Ah, es sind noch zwei drüben. Okay, alles klar. Läuft, läuft, läuft. Ich muss schnell den Fisch totschießen. Dann ist der hier. Ja. Dann kommt der, ne? Okay, die sind auf A. Schisse. Locker, locker. I can throw you a weapon. Take this. Es rennt, oder? Im Moment ist es wirklich angenehm. Ich gehe jetzt mal ganz hinten rum und schaue, ob ich hier was erwisch. So, wo sind die? Mit... Nice, sehr schön. Ich wollte gerade sagen, ich gehe schon auf B, bevor da einer durchrennt. Aber der war ja mit der Swag, ajo. Mit der Schwagertron spielt man einfach nicht, mein Freund. Also mit so einem Team ist es einfach vorzüglich. Egal, ob es ein Loser oder ein Win ist, aber das Spiel macht einfach Spaß. Weil man nicht einfach in den Rücken geschissen bekommt, weil die Leute einfach das Spiel nicht beherrschen. Er rotiert rüber, ich warte hier wieder. Shit, he's low HP. Musste dieser One-Click jetzt sein? Na, ich weiß nicht. Mit 7-2 kann man doch wirklich ganz gut arbeiten, oder? Ich hocke wieder auf meinem Schellenplatz hier oben. Der ist immer für eine Schelle gut, also entweder fress ich sie oder der Gegner. Meistens der Gegner, logisch. 13 Sekunden, safe dir gerade komplett, ihr Bunker. Wahrscheinlich hatten sie jeder 4 AWPs auf dem Rücken. Okay. Das ist ein Profi-Team nach meinem Geschmack. Die kennen die Map, die wissen, wie man Counter-Strike spielt und sie callen. Was will man mehr? Man muss doch nicht irgendwie gut sein. Einfach nur diese drei Sachen erfüllen. Komm, ich denke, ich kann da mal deep rein naden. Da unten. Also scheinbar rushen sie hier oder versuchen zu rushen. Fuck. Nice. Wo wird der Letzte sein? Wo ist der letzte Sittenstrolch? Oh, Gottes Willen. I got it. I drop you. Orb is on the ground. Thanks very much. Thanks very much, Alter! Wenn man durchgehend mit solchen Leuten spielt, ich kann es euch beschwören, man ist Minimum 3 Ranks höher als aktuell. Außer man spielt schon immer mit den Leuten, dann macht es nicht viel aus. Aber wenn man immer nur diese Kackvögel hat, dann braucht man sich nicht großartig zu wundern, wenn es nicht läuft. So, Jungs, da kommt mal her. Okay. Wow. Ah, shit, one is low. Also einer ist low, sehr schön. Und da unten müsste eigentlich der Rest stehen. Ich glaube, beide sind low. Jawohl, da ist schon mal mein Low-Bob weg. Und der nächste wird jetzt auch gefuttert. Doch nicht. Ich dachte, der frisst die Nate voll. Warte mal, der ist noch nicht auf. Doch, der ist schon durch. Oh, nice. Wie sie beide gleichzeitig richtig schön rangehen. Da wird nicht irgendwie gewartet, bis einer tot ist oder so. Es ist einfach die perfekte Abwechslung, wenn man ans letzte Spiel denkt. Das war einfach Cancer und hier ist es so geil. Down. Der andere ist auf Long, oder?
Another one is on spot, I think. And I. Leute, fucking amazing. Krass, wie es läuft. Oh oh. I'm rotating. Okay, die AWP bleibt da stehen. Dann gehe ich mal schnell hier hin. Sehr schön. Ich gehe mal vor. One is hit. One pit and one on spot. Mistiger Mist, ich wollte oben durch Apartments gehen, aber es war schon wieder in mir, dieser schreiende Fehler. Mach's lieber nicht, mach was anderes. Mach was Dummes. Guck dich mal die Punkteverteilung an. Wir sind eigentlich gleich. Das ist echt geil. So muss es sein. So muss es laufen. Ach, übrigens, Leute, heute Abend ist Livestream ab 19.30 Uhr, ne? Livestream. Endlich wieder nach dem Urlaub. Endlich wieder Livestream. Schön mit Giveaway und allem drum und dran. Die war lächerlich, Boys. Oh, shit. Ich habe gar nicht gesehen, dass der schon durch war, der eine. Fuck, die. Ja, Männer, was machen wir jetzt, hä? Okay, sehr gut. Krass, das ging aber jetzt schnell. Alter, was für ein fokussierter Golf. Ist einfach durchgerannt. Und es war nichts. Erst auf dem Baseball selbst waren dann zwei. Sonst, es kam niemand entgegen. Es war alles cool. Na, also. Machen wir jetzt bestimmt ein A-Go. Komm, ey. Krass, wie wir die abziehen. Richtig nice. Mitte ist einer. Oh ne, und es low HP in Apartments. Oh, ein Case, ein Case! Die werden schön überfahren. Da ist irgendwo einer on spot. Can plant, cover me please. Sehr schön. Sehr schön, Jungs, sehr schön. Ja, nice, nur noch einer. Oh, Banane. Eine Flasche. Das sah schon fast nach Aimbot aus. Oh oh. Wo ist der Sack? Komm her. Ist er schon hier durch? Nein. Nein! Sehr schön. Nice. One more. Oh, ich bin innerlich so minimal erschrocken, weil er so close war. Au. Nice. Nein, he's in smoke. Ah, nein, schade. Oh, dieser Kackboy. Das ist ein Movement-Gauner, der Kerl. Oh, weg ist er. Der andere könnte jetzt von... Oh, ich wollte gerade sagen, der könnte von Banane kommen. Und da ist er einfach CT. Ich schon mir Elite... Oh, oh nein! Das ist wirklich eine bittere Pille, die wir da gerade eben schlucken mussten. Ich denke nur, hä? Von wo? Ja, aber eine gute Eco, oder? Zwei sind noch übrig von den CTs, haben schon ein bisschen was gefressen. Mitte Kackvogel zerstört. Okay, locker, locker, locker. Vielleicht kann ich dem jetzt direkt einen Fressenschuss geben. Oder ihn zumindest so aufhalten. Und dann gehe ich mal Richtung Bums hier. Ah, da steht der Mate. Der steht schon noch da drüben auf der anderen Seite, alles klar. Er safe scheinbar die AWP, die er sich snacken konnte. Entweder ist er auf B oder schon bei T. Keine Ahnung. Und schon ist der Matchpoint angebrochen. Krass. Und er ist auf Short. Vielleicht rieche ich den. Schnell gesnackt. He's down. Pit is clear. A looks good. Wirklich ein extrem leckeres Team, oder? Kann man nicht klagen. Gut, über die Ranks kann man schon klagen. Klar. Ich sag's nochmal, Leute, vergesst den Livestream heute Abend nicht. 19.30 Uhr geht's wieder los. Ich streame jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr. Es gibt immer Skin-Giveaways, Viewer-Games und so weiter und so fort. Vielen Dank auch für die ganzen Daumen nach oben. Haut ordentlich rein. Macht's gut. Ciao.